Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Formats Ruhrpott. Wir wollen heute kurz und nur skizzenhaft die Bedeutung und die Regelung des Artikel 14 Grundgesetz, also des Eigentumsgrundrechts, behandeln. Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz sagt, das Eigentum und das Erbrecht, damit beschäftigen wir uns aber nicht, das Eigentum wird gewährleistet. Satz 2 in Artikel 14 Absatz 1 lautet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Also muss man erstmal überlegen, was ist eigentlich Eigentum? Und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist klar, Eigentum dient dem Schutz der Freiheitsausübung im Vermögensbereich. Also überall dort, wo das Vermögen des Einzelnen dazu dient, die Freiheit seiner Lebensgestaltung zu gewährleisten, da verlangt das Grundrecht der Eigentumsfreiheit Anwendung. Nun ist es nicht so, als ob jede Vermögensposition automatisch und notwendigerweise bereits Eigentum ist. Es gibt vermögenswerte Rechte, die aber gewährt wurden vom Staat, etwa eine Genehmigung für den Betrieb einer Anlage. Das ist dann eine staatliche Gewährung und dementsprechend fällt es nicht unter das Eigentumsgrundrecht, weil letztlich müssen Sie sich das so vorstellen, durch Ihren Beruf können Sie etwas leisten, dafür erwerben Sie Vermögen. Der Erwerb ist durch das Grundrecht der Berufsfreiheit, Artikel 12, geschützt und das Erworbene wird dann durch Artikel 14 geschützt. Wo also gar keine Leistung, und sei es Erbschaft, also Leistung eines Vorfahrens, wo also keine Leistung vorliegt, da sollten wir oder da verlangt auch nicht das Grundrecht aus Artikel 14 Beachtung. Jedenfalls so ganz grob. Das führt dazu, dass öffentlich-rechtliche Positionen in der Regel keinen Eigentumsschutz genießen, während privatrechtlich erworbene Positionen, die genießen den Eigentumsschutz. Wenn wir jetzt weitergehen, sagt Artikel 14 Absatz 1 Satz 2, Inhalt und Schranken werden durch den Gesetzgeber bestimmt. Die Besonderheit des Eigentumsgrundrechts ist, dass Eigentum ja eine Rechtsbeziehung zwischen einer Person und einer Sache, einem Vermögensgegenstand ist. Und dementsprechend entsteht Eigentum ja erst durch Recht. Bevor das Recht da ist, kann es kein Eigentum, sondern allenfalls eine tatsächliche Sachherrschaft geben. Der Räuber hat tatsächlich Sachherrschaft an der Raubbeute, der hat aber kein Eigentum. Und dementsprechend ist es erforderlich, dass wenn wir überhaupt Eigentumspositionen haben wollen, brauchen wir vorher das Recht und dementsprechend bestimmt das Recht, so sagt es 14.1.2, Inhalt und Schranken des Eigentums. Das Bundesnaturschutzgesetz oder das BauGB oder unzählige andere Rechtsnormen, das Mietrecht, beschränkt inhaltlich die Rechtsposition des Eigentums. Das sind also alles Schranken des Eigentums. Auf der anderen Seite müssen wir von diesen Schranken des Eigentums unterscheiden die Enteignung. In Artikel 14 Absatz 3 heißt es nämlich, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Wir reden da von einem Entschädigungsjunktim. Die wesentliche Unterscheidung ist also, liegt eine Enteignung vor, dann muss entschädigt werden. Liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, 14.1.2, vor, muss nicht entschädigt werden. Und dementsprechend ist die Abgrenzung unfassbar wichtig. Und sie ist sehr schwierig, weil es so viele Grenzfälle gibt, in denen das Eigentum sehr stark beschränkt wird, zum Beispiel durch das Denkmalschutzrecht, wo wir aber nicht unmittelbar davon ausgehen würden, das ist dann schon eine Enteignung. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in einer ganz, ganz langen Rechtsprechung herausgearbeitet, dass die Enteignung eigentlich den Fall meint, in dem der Staat sich Güter von Privaten zwangsweise beschafft, also insbesondere zum Beispiel Grundstücke, die er benötigt, um zum Beispiel eine Autobahn zu bauen. Das ist ein Güterbeschaffungsvorgang, die Enteignung. Umgekehrt kann aber natürlich nicht sein, dass alles, was nicht Güterbeschaffung ist, dann unbeschränkt als Inhalts- und Schrankenbestimmung zulässig ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Denkmalschutzentscheidung versucht, näher zu konkretisieren. Es muss bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung durch den Gesetzgeber immer ein privatnütziger Kern des
Eigentums erhalten bleiben. Wo also die Eigentumsrechtsposition, also zum Beispiel das Halten eines denkmalgeschützten Gebäudes, nur noch dazu dient, öffentliche Zwecke, Denkmalschutz zu erfüllen, aber gar keine private Nützlichkeit mehr verbleibt, da ist die Inhalts- und Schrankenbestimmung durch den Gesetzgeber unverhältnismäßig, unzumutbar und deshalb unzulässig. Wenn der Gesetzgeber sowas erreichen möchte, also die Privatnützigkeit des Eigentums der Sache nach aufgeben möchte, da kann er das nicht durch Inhalts- und Schrankenbestimmung erreichen, sondern muss er zum Mittel der Enteignung greifen, was dann eben die Entschädigungspflicht auslässt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.